Sie wollen tanzen, feiern, Spaß haben. Warschauer Straße geht ja am meisten hier, finde ich, in Berlin. Ein Kiez im Dauerausnahmezustand. Wir wollen feiern! F-I-C-K-E-N, feiern! Das Gegenprogramm zu denen, die an der Brücke arbeiten. Eigentlich sehr nüchtern, wenn man andere Leute feiern sieht und die haben ihren Spaß und man steht hier und man muss arbeiten. Touristenattraktionen wie Ballermannstraße, Simon Dach und Berliner Mauer um die Ecke. Wo müssen wir hin? Für Party? Für die meisten heißt das Ziel Party bis zum Umfallen. Der Supermarkt im Kiez hat inzwischen nonstop geöffnet. Okay? Dankeschön. Oh, sehr, sehr gut geholfen. Die Straßenbahnlinie 10 ist der preiswerteste Club an der Feiermeile. Das kann man zu Hause ja nicht erzählen. Sonst kriegt man eine Jacke an, die hinten zuzumachen ist. S- und U-Bahnhof Warschauer Straße. Freitagabend, 8:45 in der Partyzone Berlins. Für Britta Gens beginnt jetzt die Nachtschicht. 6-mal wird die 48-Jährige in dieser Nacht die Warschauer Brücke anfahren. Die einen in die Clubs und die anderen aus den Clubs nach Hause bringen. Noch herrscht Ruhe vor dem Sturm. Die Hochzeit ist nicht friedlich und dass es keinen Stress gibt. Sonst ist mir alles, bin ich für alles offen und bereit. Sie ist Mutter von 4 Kindern, alle bereits aus dem Haus. Nachtschicht ist kein Problem, meist jedenfalls. Das Schrecklichste ist mir hier an dieser Stelle passiert. Da hat man mir einen Fahrradstandswechsel gemacht, habe hier einen Stein durchgeschossen. Dass rechts alles weg war und links der Stein eingeschlagen hat. Also ich wusste gar nicht erst, was es war. Sag mal, das war so, was ich nicht wieder haben möchte. Für viele ist die Warschauer Brücke die coolste Brücke der Stadt. Bist du hier, hast du Berlin gesehen. Dabei gilt, je wärmer die Nacht, desto größer der Spaß. Im Sunflower Hostel ordern die australischen Rucksacktouristen Bier und Jägermeister nach. Schon zum 3. Mal. Na, der Abend ist noch jung, ne? Also da geht noch einiges. Also ich denke, die glühen so vor bis um 11 oder so. Und dann werden die erst losgehen. Bianca Deichow arbeitet seit 6 Jahren am Tresen. 13 Euro das billigste Bett, Englisch die Haussprache, trinkfeste Gäste der Alltag. Der Bezirk ist ja dafür gemacht, ja, hier Partys zu machen. Also es gibt hier allein in dem Umfeld so viele Lokalisationen, wo es halt Partys gibt, wo erst die Party richtig abends ab 23 Uhr, 24 Uhr losgeht. Und da sind natürlich unsere Touristen scharf drauf, gerade so die Jüngeren, die halt wirklich herkommen, ein Wochenende hier verbringen, viel mitnehmen wollen, Partytourismus halt und dann wieder abfahren. Where are you going tonight? Australia? Wohin geht ihr heute Abend? Australien. Oh, nach Australien. Wir sind erst um 6 Uhr morgens nach Hause gekommen und haben nicht geschlafen. Dann stehen die meistens so vor mir und dann wird erstmal so gefragt, ja, und wo kann man denn hingehen? Ne? Und wenn das Berghain fällt, dann sind sie natürlich so, ja, da wollen wir unbedingt hin. Wir haben ja gehört von all unseren Freunden und das soll toll sein. Und wo ist es denn? Und wenn ich dann sage, ja, das ist gleich da drüben, das sind 3 Minuten zu Fuß, dann fangen die an zu kreischen und sich zu freuen. Und als hätten sie einen Lottogewinn gekriegt, ja, dass sie so nah am Berghain sind. Was natürlich auch bedeutet, klar, die Partys gehen da drüben manchmal 2-3 Tage lang am Stück. Dann kann man halt in der Nähe kurz nach Hause gehen, einen kurzen Chill-Out machen, sich ein bisschen entspannen und dann wieder hingehen. 212 Meter ist die Warschauer Brücke lang. Bis zu 40.000 Menschen passieren sie in einer Sommernacht. Eine Kleinstadt, die gemeinsam Bier trinken geht.
wenn man jemanden wirklich beeindrucken will, der zum ersten Mal nach Berlin oder insbesondere nach Friedrichshain kommt, den bestellt man einfach auf diese Brücke. Das prägt, glaube ich. Ich bin da immer noch ganz gern, wenn es dämmert. Jörg nennt sich DJ Find Soul, einer der besten Drum-and-Bass-DJs Berlins. Gerade hat er seine 2-jährige Tochter ins Bett gebracht. Jetzt ruft der Job. So langsam füllen sich irgendwie die Bars und langsam auch die Clubs und umso mehr Leute rauschen so ein bisschen nach Friedrichshain rein. Wird jetzt alles ein bisschen voller. Vor 10 Minuten war es ja irgendwie alles noch so ein bisschen überschaubarer eigentlich. Aber jetzt so langsam beginnt der Abend. Also nicht nur für mich. My first time in Berlin, my first time in Europe. Unterschrieben. Da so. Heute Junggesellenabschied. Da steht Chantal, aber da stehen tiefer noch viel mehr Namen. Hier ist alles. Und you know when you want to party with two Australians. Leute mit die vier Körperkontakt wollen anscheinend auch. Man kann es mögen oder nicht, aber es pulsiert auf jeden Fall. Das ist schon so der Dreh- und Angelpunkt eigentlich des ganzen Kiezes. Definitiv. Jörg wuchs im Westerwald auf. Wegen der wunderbarsten Frau der Welt kam er nach Berlin. Das ist eine Gegend, die sich in einer unglaublichen Umbruchstimmung befindet. Zum Teil auf eine positive Art und Weise. Hier entwickelt sich viel. Hier ist noch ganz viel kreatives Potenzial, das noch überhaupt gar nicht ausgeschöpft ist. In anderen Stadtteilen ist das nicht mehr so zu beobachten, wie es hier noch der Fall ist. Und deshalb ist es eigentlich schön, hier zu leben und auch hier nachts und auch tagsüber unterwegs zu sein. In Berlin spielen DJs für 50 Euro. Jörg macht das Gagendumping nicht mit. Im Cassiopeia ist es jetzt so, es ist ein Laden, wo jetzt kein nicht unbedingt ein gezieltes Drum-and-Bass-Publikum hinkommt, sondern wirklich ein Großteil Berlin-Besucher kommen, die einfach eine gute Zeit haben wollen. Und ich denke, dass ich da ein bisschen massentauglicher und unnerdiger auflegen werde, als das vielleicht woanders wäre. Inzwischen ist Britta Gens wieder an der Warschauer Brücke angekommen. Also das ist hier das Berliner Partyleben. Jack Daniels. Banane und was zu rauchen. Nein, wir fahren zur Arbeit gerade. Ja, wir gehen wahrscheinlich quasi mal. Aber was ist euer Plan? Eigentlich bin ich da genauso verrückt. Ich sag mal, wenn wir früher um die Häuser gezogen sind, waren wir lustig drauf. In unserem Alter vielleicht ein bisschen gesetzt, aber deshalb sind wir ja nicht trauriger. Haben ja auch unseren Spaß. Also soll jede Generation und jeder feiern, wie er möchte, solange er nicht böse Sachen macht. Kiezfleischer Jörg Litzkau kann sich jetzt keine Müdigkeit erlauben. Es ist kurz vor Mitternacht. Die Currywurstbude an der Warschauer Brücke hat nachgeordert. Der 41-jährige Fleischermeister aus dem Friedrichshain muss liefern. Sofort. Das ist eine Curry mit da. 100 Stück. Das ist jetzt nur für die Nacht noch so ein bisschen Nachschub, weil ein bisschen enger geworden ist. Litzkau war Leistungssportler. 100 Meter Brust. Er hat einen langen Atem. Der Kiez lebt immer. Der Kiez lebt grundsätzlich. Nachts sowieso. Ein Junggesellenabschied. Zum Glück ist die Fleischerei nur um die Ecke. Party. Muss auch mal sein. Sein Motto, ich brauche ein bisschen Temperatur. Irgendwann ist Feierabend und dann geht's nach Hause zur Familie und dann kehrt auch wieder Ruhe ein. Für den nächsten Tag Kraft schöpfen und dann geht's weiter. Zwischen 23 und 3 Uhr früh ist Rush Hour auf der Warschauer Brücke. Unter der Brücke ist Konzentration gefragt. So,
ADB-Lokführer und weiter zurückkommen. Alles frei. Für den ICE 1194 aus Leipzig endet die Fahrt in einer Werkhalle der Firma Talgo. Mit 108 Beschäftigten, einer der wenigen Industriearbeitsplatzgeber Friedrichshains. Das Nachtschichtteam muss jetzt Toiletten absaugen, Radprofile nachschneiden, Klempner- und Tischlerarbeiten erledigen. Ja, wir kontrollieren hier immer nach jeder Runde, denn, ob die Bremsrelais noch die Mindestmaße haben, ob alles dran ist, gut ist, war keine Beschädigung und so. Also alles, muss alles abgeleuchtet werden und zu sehen, ob die Sicherheit gegeben ist. Halt. Am Wochenende ist hart auf jeden Fall. Warum? Naja, wenn man hier arbeiten ist und da ist ja immer Remi-Demi, man hört es ja. Irgendwann kriegt man, sieht man nicht mehr. Also, man kann es ja nicht ändern. Man muss ja selber arbeiten. Wa? 4 Stunden bleiben für Entmühlen, Staubsaugen, Polstern, Toilettenputzen. 13 Waggons im Alleingang. Morgen früh, kurz nach 4, muss der Zug die Halle verlassen, picobello. Dann kommen die Nachtzüge rein. Die Leute sind Schweine. Ist so. Wir wissen ja nicht, was das für Arbeit ist. Genauso wie welche manche draußen Graffiti ranmachen, sind auch Schweine. Ist auch eine Sauarbeit. Wo für viele der Spaß anfängt, hört er für andere auf. Schlägereien und Diebstähle sind auf der Brücke an der Tagesordnung. Bis zu 17 Mal jede Nacht wird ein Funkwagen im Friedrichshain zu Einsätzen gerufen. Polizeihauptkommissar Pletert und sein Kollege auf Streife. Alles in Ordnung? Alles okay. Ein bisschen Kollegen, Alkohol. Hier rennt keiner ohne eine Flasche rum. Also als Pfandsammler hier kommt man schon zu was. Die gehen dann los, sammeln ihre Pfandflaschen und versorgen sich damit mit dem Gegenwert, mit ihrem Bedürfnis, mit dem Alkohol wieder. Ich hab schon über 8 Euro in der Hosentasche und den Rest krieg ich noch. Aber es ist nicht immer die gleiche Zeit, wa? Heute geht es, weil es warm war, da haben sie alle getrunken und dann ist gut, aber. So, wenn es kalt ist, dann kannst du vergessen. So schön kann der Job sein, oder? Ben Affleck, Alter! Ist nicht immer einfach. Man muss halt auch manchmal dickes Fell beweisen. Muss sich Sprüche gefallen lassen. Die einen oder Nachrufe. Und die größten Konflikte sind hier untereinander Körperverletzungsdelikte, aber auch Raubtaten. Das ist der Schwerpunkt hier für die Kollegen, wenn sie hier zu tun haben. Wir haben in Kreuzberg Schwerpunkte mit Drogen, nicht unweit von hier im Görlitzer Park. Das heißt, es sind kurze Wege auch. Die Leute brauchen nur die Falkensteinstraße rüberlaufen über die Brücke. Sind sie am RAW, hier kann man sich gegenseitig versorgen mit Betäubungsmitteln. Man hat einen großen Durchlauf von Leuten, die halt den Kick suchen, schnell mal was kaufen wollen. Also durch die ganzen Events, die dort stattfinden, also ist für die Leute, die mit den Drogen handeln, ein optimales Umfeld. An der Grünberger Straße ein Fahrradunfall. Mit jeder Stunde und jedem Liter steigt in der Bahn von Britta Gens die Stimmung. Sie weiß, jetzt hilft nur Gelassenheit. Manchmal Kindergärtnerin, Mutti. Hallo. Hallo. Nicht erschrecken, wir sind am Nord. Nee, Quatsch, Warschauer Straße. Ganz langsam. Ein Phänomen bereitet ihr zunehmend Sorge. Man trinkt ja auch mal ab und zu mal ein Glas, aber ich bin der Meinung, ja, es nimmt langsam überhand. Und was ich ganz schlimm finde und nicht verstehen kann, ist so viele junge Mädchen, die dann wirklich fast bis zur Besinnungslosigkeit sich betrinken. Also das ist für mich ein neues Kapitel, was ich vorher nicht so kannte. Ändern kann ich nichts. Immer nur hoffen, dass sie heil nach Hause kommen. Und wenn sie dann noch aufeinander aufpassen, die Freunde und den anderen dann mitnehmen, dann ist es ja auch noch in Ordnung. Aber manche, ja, die vergessen dann ihre Freunde und die liegen dann irgendwo rum. Und das ist dann weniger schön. Aber ändern kann man es auch nicht. Da müssen wir da irgendwo einstreiten und helfen. Schlimm, aber ist, denke ich mal, in der ganzen Stadt Realität. Leider.
Der Friedrichshainer Partykiez erstreckt sich vom Boxhagener Platz über Rehwaler und Warschauer Straße bis Oberbaumbrücke und Ostbahnhof. 160 Hektar. Im Kaisers Supermarkt drehen sich seit dem frühen Abend die Disco-Kugeln. Doreen Morave ist die Chefin vom Party-Kaiser. Die haben Spaß. Meistens sind es Engländer und aus Irland, die sind meistens am Wochenende nur da. Die fliegen also günstig hier rüber, machen Party und sonntags wieder zurück. Alkoholische Getränke gehen besonders gut hier. Wodka, Prosecco und auch Havanna Club und so. Also auch die starken Sorten jetzt. Aber so Prosecco, ein bisschen Wein, Zitre, sowas halt, also kiezmäßig. Zuvor hat sie die Filiale am Cottbuser Tor geleitet. Die Junkies hatte sie gut im Griff. Mit den Punks ist es schwieriger. Überraschen kann Doreen Morave nichts mehr. Auf den Tiefkühlton. Da haben sich zwei Menschen ganz gut gehen lassen. Das war gleich in der ersten Woche. Und da war das mit dem, musste sich alles so ein bisschen einspielen erst. Und da waren die Sicherheitsleute noch nicht so hinterher. Und da waren dann zwei Jugendliche halt der Meinung, sie müssten sich da mal körperlich näher kommen. Ananas, ja. Also wie Ananas in Neukölln ist geiler. Ananas, Ananas, wer macht meine Ananas? Ananas in Neukölln ist geiler. Ananas. Ja, das war zum Beispiel lustig, oder? Das zieht sich so, denke ich mal, die ganze Nacht durch, bis 6 Uhr früh. Marpels. An den Leergutautomaten müssen die Flaschensammler Geduld aufbringen. Nur ein Automat ist in Betrieb, der andere wird gerade gereinigt. Oft sorgt das für erheblichen Stress in der Schlange. Heute bleibt es ruhig. 10.000 bis 12.000 Flaschen laufen in einer Nacht hier übers Band. Mach langsam. Meinst du, ich stell mich nochmal an? Lass doch mal jetzt. Dieses Bild zieht sich meistens noch mehr noch in den Kassenbereich rein. Und dann ist es meistens so, dass es wirklich sich bis morgens um 7 Uhr ist, dieses Bild zu sehen. Und da wird aber alles auch hier gelassen, also Hausmüll und andere diverse Dinge. Aber wie gesagt, es ist der ganze Abend so. Wochentags bewachen 2, am Wochenende 3 Security-Kräfte den Supermarkt. 3 Schlägerei habe ich schon erlebt. Aber die waren unter Alkohol und Drogen. War schwer schon mit dem klarzukommen. Am Ende haben wir doch geschafft. Dann waren die weg. Die Straftaten an der Warschauer Brücke haben im Vergleich zum Vorjahr um 13% zugenommen. Für Britta Genz ist es die letzte Runde heute. Seit 28 Jahren fährt sie Straßenbahn. Früher war es, ja, hier war Totentanz. Die U-Bahn fuhr nicht. Naja, die wäre verfallen gewesen, wenn die Wende nicht gewesen wäre. Sag mal, die Häuser, die Straßen, irgendwo sind sie ja, die Häuser zumindest, schöner geworden. Aber Berlin ist dreckiger geworden. Ist einfach so. Und so meine Bahn sieht auch nicht gerade sauber aus. Was findet man? Handtaschen, Rucksäcke, Bierflaschen, Sektflaschen, Weinflaschen. Reste von der Party halt. Na, alles, was man eigentlich liegen lassen kann, ja, alles, was sonst auch verloren wird. Wenn sie nach Hause kommt, wird auch ihr Lebensgefährte gerade von der Schicht zurück sein. Er fährt Nachtbus. Kehrausstimmung im Morgengrauen. Ich bin Nigga on my gas, ich bin Nigga Black Life, Think Life, oh my yeah. Auch der Sicherheitsdienst vom Supermarkt hat jetzt Feierabend. Geh nochmal erwischt bei Kaisers. Bist du wieder hier? Ja, ja. Nach Hause, komm. Kommst du mit? Raus da rum. 6 Uhr morgens. Den Schlafmangel lässt sich Jörg Littgau nicht anmerken. 2000 Currywürste stellt er tagtäglich her. Das ist eine original Berliner Currywurst, ja. So wie sie mal. Im Endeffekt ist es jetzt so, wenn die aus der Spritze kommen, auf dem Teller sind, wenn die nur in den Kessel reingelegt,
Und dann brühen die sofort an, dann bilden die diese eigene Pelle. Und dann garen sie in sich durch. Weil zu lange dürfen sie auch nicht drinnen liegen. Sonst laugen sie immer weiter aus und dann hast du ja keinen Geschmack mehr drin. Und dann siehst du schon, dass die Würste alle einzeln sind. Haben sie alle die Pelle gebildet. Und dann ist die Masse innen drin gefangen und brüht langsam durch. Das ist kein Stress, das ist Spaß. Bei mir macht Spaß. Nach dem Tod des Vaters übernahm er das Traditionsgeschäft. In der hektischen Zeit heutzutage haben die Leute nicht viel Zeit, sich großartig lange aufzuhalten. Die Currys werden warm gehalten auf der Pfanne. Ja, und dann hoch auf der Pappe, fertig, unterwegs, Pika schnell essen. Und schmecken tut's auch. Morgen, Bruno! Guten Morgen! Bruno, erste Lieferung für heute? Bruno Hahnfeld ist 64. Noch ein Jahr hat er bis zur Rente. Heidi Witzka, Brennpunkt. Alle Hand so, nicht? Alkoholiker, dass die Heide wackelt. Bettler, alles gehört zu Berlin. Mein Lieber! Alles Gute. Nachlieferung. Die Spuren der Nacht sind für Anwohner wie Bianca Dalchow oft ärgerlich. 1993 zog sie an die Warschauer Brücke in ein besetztes Haus. Die Brücke, ihr täglicher Weg. Samstagabend oder am Freitagabend oder am Festivalwochenende sollte man eigentlich sein Rad entweder tragen, ja, ein schönes, leichtes Rad besitzen, was man hier rüber trägt, oder aber einen anderen Weg benutzen. Weil es ist wirklich so, wenn man jetzt mittlerweile keine Innenlagen hat in den Reifen oder spezielle Reifen, dann kann man mit Sicherheit sagen, dass man am Ende der Brücke einen Platten hat. Das ist ja die ganz eigene Atmosphäre. Im Sommer lässt man sich gerne mal ein bisschen Zeit, drüber zu laufen, ne? Weil da ist es halt, weht ein leichter Luftzug, es ist angenehm. Man kann schön Richtung Alexanderplatz gucken. Und im Winter versucht man natürlich ganz schnell rüber zu kommen, weil dann gibt es hier Eisstürme oder auch bei Regenwetter. Früher, wenn man hier runter geguckt hat, dann sah das fast so ein bisschen aus wie ein Auenwald, weil es gab keinen von diesen Gebäuden hier, also weder die O2-World noch die Metro oder Demisol. Im Gegenteil, das war alles ein grüner, ein grünes Meer. Dann nach und nach wurde angefangen zu bauen. Manches kann man sich streiten, ob das schön ist oder nicht. Jedenfalls entwickelt sich das ja so nach und nach und es gibt auch wirklich noch ganz schöne Ecken, wie zum Beispiel auch unser kleiner Grünstreifen, wo wir auch Gärten angelegt haben, um gerade mal diesem ganz vielen Beton was Grünes entgegenzusetzen. Der Friedrichshain. Für viele noch immer eine Lebensalternative. Doch das reiche und hippe Berlin steht auch hier vor der Tür. Die Warschauer Brücke. Sie gehört zu den meistfrequentierten Ein-, Aus- und Umsteigeplätzen Berlins. 150.000 Menschen nutzen täglich U-, S- und Straßenbahn. 43.000 Einwohner hat der Friedrichshainer Südkiez nahe der Warschauer Brücke. Wer heute hierher kommt, spricht meist Englisch, Spanisch oder Französisch und hat Abenteuerlust im Bauch. An der Rehwaler Straße das RAW-Gelände. Ort für Kiez, Kultur und Projekte, aber längst auch für Touristen. Jörg, der DJ, der nachts manchmal hier auflegt, unterwegs mit Tochter Jamila. Als Vater oder als Eltern macht man sich innerhalb des Bezirks um andere Sachen Sorgen. Wenn, weiß ich nicht, vor 2 Jahren, weiß ich nicht, vielleicht das Clubleben in Friedrichshain unglaublich wichtig war, dann war es vor einem Jahr dann jetzt plötzlich die Suche nach einer guten Kita. Also da ändert sich schon einiges, klar. Aber gerade hier so der Biergarten um die Skatehalle und das Cassiopeia drumherum ist ja super kindertauglich jetzt mit Schaukel und Planschbecken, wie wir gerade entdeckt haben. Ja, super. Mitten in der Partyzone haben Anwohner öffentliche Gärten angelegt. Ein Ruheort. Bianca Dalchow hat eine Kräuterspirale gebaut.
Hier oben haben wir eher immer die mediterranen Kräuter. Ne? Wieder siehst du ja den Salbei mit den großen schönen Blättern, Lavendel, Rosmarin. Und dann, je weiter das nach unten geht, desto mehr sind halt da die Kräuter angepflanzt, die halt gerne feuchte Füße haben, ja, sag ich mal. Also die Wurzeln müssen hier zum Beispiel bei der Zitronenmelisse oder bei der Minze hier unten ganz nah am Teichrand, weil die brauchen es halt eher feucht. Das ist im Herzen von Berlin. Wir kennen das von anderen Großstädten. Es wird sich verändern. Schön wäre es natürlich, wenn man gerade auch noch Berlin so ein bisschen Authentizität lässt. Mit Freiräume und man kann machen, was man will. Was natürlich auch zum grenzenlosen Übertreiben neigt. Ne? Der schönste Blick auf die Warschauer Brücke hat es in die Stadtführer weltweit geschafft. Der Blick von der Modersohnbrücke bei Sonnenuntergang. Britta Genz ist wieder im Dienst. Wieder hat sie Nachtschicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, in irgendeinem Büro zu arbeiten oder am Fließband. Ich denke mal, es gibt immer noch schlimmere Jobs. Jede Runde ist anders, jeder Tag ist anders. Ja, und deshalb ist es auch recht abwechslungsreich und macht schon Spaß. Was diese Nacht bringen wird, weiß niemand.